Jason, genau wie es mit Midoli der Fall war, verfügt bestimmt auch Markus über irgendeine besondere Fähigkeit. Es ist deine Aufgabe, diese an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig. Dann werdet ihr auch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD mit mir, dem Ameisenkönig, und Markerus. Hallo Markerus, oh wie süß. Ach ja, mit dem süßen Crocs hier, der sich in der letzten Folge als einer der Weisen herausgestellt hat, die dem Masterschwert helfen können, wieder seine alte Kraft, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen, erlangen kann. Wollten wir jetzt hier in den C4-Tempel, ich wollte es eigentlich wegstecken, in eigentlich dem letzten Tempel vor dem Endboss. Und ja, um diesen zu öffnen, müssen wir erstmal ein bisschen musikalisch sein. Wir haben in der letzten Folge ja auch schon hier die Hymne des C4-Gottes erlernt. Und mit dieser hier werden wir den Tempel öffnen. So, bist du bereit, Markus? Der C4-Tempel. Oh Gott. Also ich muss sagen, der C4-Tempel zählt auch zu einer meiner... Okay, eigentlich mag ich alle Tempel, aber der C4-Tempel hat auch wieder so eine... so ein ganz anderes Feeling. Es ist... wie soll ich sagen, unterschwellig bedrohlich. Es hat so ein paar Eigenschaften vom verbotenen Hain, aber nun ja. Ah ja, wir können mit Markus ja eigentlich dasselbe machen wie mit Midoli. Ich weiß gar nicht, ob wir fliegen können, aber Moment, ich guck das mal. Also fliegen müssen wir in diesem Tempel auf jeden Fall. Aber ich glaube, mit Markus können wir... Ne, Markus kann das nicht tragen. Oh Gott! Aufs Maul, was willst du denn hier? Oh Gott. Ja, mit Markus müssen wir echt aufpassen. Ah ja, genau. Aber genau wie Midoli hat Markus auch hier eine ganz besondere Fähigkeit. In diesem Tempel geht es nicht um Licht und Schatten, sondern eher um, ja, ums Pflanzen. Um den grünen Daumen. Moment. Ich habe zum Glück mir mal hier mein Gamepad nebengelegt, damit ich auch die Melodien drauf habe. Wow, wir sind Markus. Ja, ich will euch eben zeigen, was er kann. Und zwar fliegen kann er. Genau wie alle anderen Crocs. Ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Ups. Das ist so süß. Oh. Und er kann auch was Besonderes. Und zwar... zapp. Bombe pflanzen. Jawohl. Das ist ja die Hauptaufgabe der Crocs eigentlich. Und irgendwie hat er 1000 Samen vom Deku-Baum bei sich. Ich weiß nicht wieso, aber egal. Ja, erinnert wirklich ziemlich stark an den verbotenen Hain, aber wenn wir gleich im Hauptraum sind, ein orangener Rubin. Hui. Wird sich das ein bisschen, anders. Wird das ein bisschen anders sein. So. Was können wir hiermit machen? Ah ja, genau, stimmt. Ja, unsere dicken Eisenstiefel, die wir auch gebraucht haben, um hier reinzukommen überhaupt. Hui. Ja, da wir ja nicht diese komischen Bäume haben, diese Pflanzen, die uns ausspucken, müssen wir mit diesen Talen hier vorlieb nehmen. So. Wow. Und. Wow. So. Wir können jetzt einfach mal versuchen, hier rüber zu kommen, aber ihr seht schon, das bringt gar nichts, weil wir runtergesetzt werden. Ach du Kacke, was meint der denn hier? Direkt ein. Ach Gott. Direkt den Zwischenendboss vom letzten Tempel haben wir hier. Oh, an der Backe im ersten Raum.
Ah, eine Beutekugel. Oh, wunderbar. Ah. Ah, was können wir denn machen? Wir könnten mal hier eben... den Topf in Brand stecken. Nein, den Deckel vom Topf entfernen. Ich mach mal er hier. Und schwuppdiwupps. Jawohl. So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Irgendwo muss ich einen Schalter geben, wo wir diese Teile da deaktivieren können. Nur ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher, wo es so einen Schalter gab. Ich glaube, wir müssen noch mal mit Markus was machen. Ich probiere es einfach mal. Moment. Mhm. Jawohl. So. Sieht einfach nur so geil aus, wie wir da stehen. Wie so Beschwörer. Naja. Mit Markus können wir ja, wie gesagt, eigentlich überall hin. Und ja. Da ist ja ein Schalter. Zuck. Ah. Zuck. Na komm, hoch mit. Hoch. Jawohl. So, wunderbar. Genau das war's. So. Also diese Geige im Hintergrund, die macht einen schon, die zeigt diese Bedrohlichkeit, aber aufgrund der Pflanzen finde ich das, weiß ich nicht, mit der Pflanzenatmosphäre wirkt das dann doch nicht so bedrohlich. Das ist ganz komisch, der Tempel. Ich glaube, das muss aber jeder für sich selber beschreiben können, denn ich gebe ja nur meine Eindrücke wieder, die ich jetzt hier habe. Ihr könnt mir ja gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Tempel haltet oder wie ihr die Atmosphäre findet. Aber ich denke, da solltet ihr bis zum Ende der Folge warten, denn wir sind noch nicht im Hauptraum. Oh ja, die kennen wir doch. Oh. Alter, nein. Moment. Okay, das war's schon. Kein Problem. So, Pfeile, und Bomben. So, was können wir hier machen? Ja. Hat so ein paar Eigenschaften vom verbotenen Heim, habe ich ja schon mal gesagt. Oh, da geht's aber auch hoch, ne? Ja, stimmt. Wir können auch hoch. Oder müssen wir sogar hoch? Ich weiß es gar nicht. Moment. Da hinten kann auf jeden Fall Markus. Okay. Ja. Ah, so komm. Ah, okay. Ja, wir haben noch nicht das Item, was wir brauchen. Oder was wir benötigen, um hochzukommen. Aber Markus könnte sich schon mal oben umgucken. Moment. Ah, Moment. Nee, fuck. So, mein Junge. Flieg mal hier hoch. Na komm. Oh, okay. Ja, gibt's da nichts Interessantes. Außer vielleicht da hinten die Sachen zum zum Pflanzen. Oh, wir müssen vorsichtig sein. Wenn einer von denen Schaden erleidet, glaube ich, werden wir direkt zu unserem Protagonisten dort hinten. Zurückgebeamt. Nee, nicht zurückgebeamt, aber wir verlieren dann die Kontrolle über Markus. Bei Melody ist es ja uns in der letzten Folge nicht passiert, aber ich glaube, hier könnte es bei Markus passieren manchmal. Der Tempel ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So. Aber kein Problem. Wir sind die Experte hier. So. Oh, ich glaube, jetzt kommen hier diese Zauberer wieder. Oder? Nee, noch nicht? Okay. Oh. Irgendwie, ja, ich hab so ein paar Erinnerungen, dass hier irgendwas passieren könnte. Aber die kann ich nicht ganz genau zuordnen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mal irgendwie ganz abrupt irgendwie denke, oh nein, jetzt könnte was passieren. Aber ich hatte mal zwischendurch die Schnauze, weil die Musik einfach so geil ist. Jetzt das ist eine Gitarre. Naja, die Gitarre ist auch echt melodisch. Wunderschön und bedrohlich zugleich. Wie eine Frau. So. Den letzten Dekobaum hier gepflanzt. Aha. Aha. Nein! Markus! Nein! Oha, was haben die mit Markus gemacht? Ihr Säcke! Oh Gott, jetzt ist er weg.
Mit Medoli ist uns das noch nicht passiert, aber in jedem dieser Tempel gibt es eigentlich ein Gefängnis, sag ich mal. Oh, und ist das? Ja, genau. Jetzt sind wir im Hauptraum. Hier werden wir uns eine gewisse Zeit lang doch auch noch aufhalten. Ey. Stimmt. Und. Nein, ich hab nicht getroffen. Was ist das denn? Moment. Alter. Und so. Ah. Werter Freund Jason, ich bin hier. Och, du bist ja gar nicht so weit gekommen. Ah, wunderbar. So. Ah, ich hab mir schon Sorgen gemacht um dich, Markus. Werter Freund Jason. Die Steinstatue, die den Ausgang versperrt, sieht furchtbar schwer aus. Um sie bewegen zu können, müsstest du schon so schwer sein wie der Dekobaum. Wenn doch nur der Dekobaum hier wäre. So, können wir den auch nicht anheben? Das ist irgendwie nicht anhebbar. Nee, da kriegen wir unsere Finger nicht runter. Scheiße. Kacke, wie machen wir das denn? Wir hätten die Kraft, aber nicht... Ja, wir müssen irgendwie eine andere Methode finden. Tja, also erste Aufgabe heißt jetzt erstmal Markus befreien. Und ich sehe dort hinten einen Topf. Vielleicht treffe ich den von hier aus. Na, ein bisschen zu hoch. Jawohl. Super. So, wir kamen von hier, also müssen wir ja entweder dort hoch oder... Ne, da wir jetzt keine andere Möglichkeit sehen. Hier lang. Hier lang. Die kennen wir doch. Unsere guten Freunde. Blub, 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 blub. Bumm. Wo ist denn hier? Und du auch. Guten Appetit. Moment. Oh nein, oh nein. Hab ich getroffen? Oh ja, gut. Haha. So geil, ey. Wop, 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 wop. Oh ja. Oh, nein, komm. Ach ja. Aber ich muss sagen, The Wind Waker. Ah ja, nee, okay. Ich wollte jetzt eigentlich schon mit dem. Die Länge diskutieren von The Wind Waker, aber wir sind ja noch nicht so weit gekommen, dass ich das. Oder ich glaube, dass es noch nicht angemessen ist, jetzt schon darüber zu reden. Über die eigentliche Länge von dem Spiel. Oder die Endkritik. Nehme ich mir dann doch lieber für später auf. Was ist das denn? Verzieh dich. Na, komm schon. Alter. So. Was können wir denn hier machen? Ein magischer Topf. So. Wir können jetzt einmal hier so ein bisschen rumspielen und die losen Blöcke hier in dem im Boden einstürzen lassen. Moment. Bam. So einfach geht das. Oh nein. Oh Gott, ich hasse diese. Nein, Finger weg! Finger weg von meiner Mütze! Von meiner Mütze! So. Scheiße. Ah, oh, ich hasse diese Teile. Grr. So, wir könnten hier das so machen. Oh. Da ist auch noch ein Vieh. Alter, Alter! Oh. Oh. Totaler Graus. Ich hoffe, ich klinge nicht wie eine Pussy, aber ich hasse sie einfach nur. Die Viecher sind einfach nur total kacke. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So. Wupp. Machen es mal uns ganz einfach. So. Und fluppdiwupp. Ah, was ist das denn da? Eine Truhe. Die zocke ich mir aber eben. Wow, ein Glücksamulett. Kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen. Als ob wir immer noch für die Lehrerin die Glücksamulette sammeln müssten. Ach verdammt, und hier brauchen wir Markus, um weiterzukommen. Nein! Das ist ja wirklich eine Tragödie jetzt hier. Scheiße. Ich hoffe, wir gelangen jetzt früh genug noch an das Item. was wir brauchen. So, wie kommen wir denn jetzt hier lang? Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich eigentlich nicht so viel erkläre von den Rätseln und die einfach mache, weil ich das einfach... Weiß ich nicht. Ich finde die Rätsel eigentlich meistens schon für selbsterklärend. Oh nein! Wo ist der Sack? Da vorne. Aha. Erwischt. Wenn euch das stört, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Also, dass ich wirklich... Weiß nicht, selten was erkläre, was ich machen muss. Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht gesagt, dass ich hier runterspringe und hier rüberfliege oder so, aber ich weiß nicht, das ist ja eigentlich selbsterklärend, oder nicht? Oder bin ich zu doof? So. Hier ist eine Truhe. Zocke ich mir gerne. Und. Ja. Ah, so, was gibt's denn da drin? Eine Karte wahrscheinlich. Karte oder Kompass? Karte. Also solange man nicht irgendwie falsch geht oder so, müsste man immer zuerst die Karte bekommen vor dem Kompass. Ist einfach so. Und. Ja, wunderbar. Oh Gott, das wird, glaube ich, nicht mal hinhauen. Und flupp. Vielleicht ist hier in dem Gras. Ah ja, ein bisschen Magie ist hier schon drin. Cool. Irgendwer greift uns wieder an. Von wo? Ach, da hinten. Ach, ganz da hinten. Naja, das brauchen wir uns. Da brauchen wir uns nicht so viel Sorgen drum machen. So. Oh, es wird vielleicht doch etwas knapp. Na komm schon. Schneller, flieg doch schneller. Ah, es wird knapp. Oh nein. Und. Oh jawohl. Gut. So, Magie habe ich wieder. So, wo ist der Sack? Ah, ich habe ihn noch. Erwischt, super. So, und dann diese ekligen Viecher. Jawohl. Oh, meine Nase juckt. Oh, wir haben ja schon 16 Minuten hinter uns. Verdammt. Ich weiß gar nicht, vielleicht kriegen wir es noch hin, den Zwischenboss zu besiegen. Ich bin mir noch nicht sicher. Hiya. Na, komm schon. Oh, Pfeile brauchen wir anscheinend. Aha. Aha, aha, aha. That's the way I like it. Aha, aha. That's cool. Ah, hier sind wir wieder im Hauptraum. Ach, wir sind nur... Haben hier nur einen Bogen gemacht. Okay. Ah, und hier ist der Topf. Okay. Oh, hier. Okay. Eisenstiefel. Aha, so. That's what I'm talking about. Hier runter müssen wir nämlich. Das ganze... Der ganze Tempel ist nämlich ja, etwas höher gebaut oder tief gebaut. So wie es auch beim Terra-Tempel der Fall war. So, da hinten ist Markorus, sehen wir ja. Dort rechts könnten wir mit Markorus... Also diesen grauen Raum könnten wir noch mit Markorus erkunden. Und oben links, da wurde Markus ja entführt vor der Tür zu diesem Raum. Und wir müssen jetzt erstmal ins Untergeschoss. So. Alles klar, dann machen wir das mal ganz geschickt. Und zwar... Oh Gott, bin ich geil. Habt ihr das gesehen? Ich war nur ein Meter über dem Boden. Verdammt, war das knapp. Geil. Ah ja, nicht vergessen, ich bin immer noch im Heldenmodus? Nee, Heldenmodus heißt es, glaube ich. Deswegen sind Schäden oder irgendwelcher Herzverlust, egal in welcher Menge, ziemlich scheiße, sag ich mal. Geil. Ich liebe das einfach nur so. No risk, no fun, das ist mein Motto. Okay. So, oh, ups. Es geht noch tiefer, seht ihr? Vielleicht, da ist ein Windrad. Mal gucken, was noch so vor, noch so kommt. Oh, das ist gut. Oh ja. Oh ja, oh ja. Das sieht echt gut aus. So, was machen wir hier? Zip. Aha. Oh nein. Finger weg von mir. Gib ihm. Na komm schon, na komm. Ah, ich liebe es, diese Viecher aus der Ferne zu plätten. Ich weiß nur gerade gar nicht, ob diese Viecher hier... Ob die... Ach, wie heißen die eigentlich? Keine Ahnung. Die am Leben sind. Nicht? Huh? Okay, komisch. Huh. Okay, müssen wir erstmal schauen, wie wir das machen. Aha. Hier müssen wir hoch. Okay. Alles klar. Dann zwibbeln wir uns jetzt mal hier das Teil hin. Und zwar hier auf diese Plattform. Und dann können wir uns... Ah, da hinten war ja noch eine... Da ist ja noch ein Würfel, den können wir uns hier hinschieben, um drauf zu klettern. Super. Super. Alles viel zu einfach. Es scheint mir, als ob die uns gleich ganz plötzlich angreifen. Oder doch nicht. Huh. So, 20 Minuten. Oh, oh. Schnell, 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 schnell.
Ich will noch was Schaf trinken hier. Oh, los, komm. Ups. Hoch mit dir. Fette Sau, du. Und zack. Jawohl. So, hier dürfte sich dann ein kleiner Schlüssel befinden, oder? Hey, ja. Super. Ah. Wunderbar. So, ich wette, wenn wir jetzt runtergehen würden, dann würden die aufwachen. So, das lassen wir jetzt aber mal lieber. Schwuppdiwupp. So, und dort hinten geht es dann weiter. In nur einen Raum. Hm? Und hier rechts? Ach, rechts können wir gar nicht. Nee, hä? Okay, irgendwie komisch. Aber da wir jetzt hier schon 20 Minuten geknackt haben, mache ich die Folge mal kurz. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir auf jeden Fall. Der Zephyr-Tempel hat so einen, ja, einfach nur so einen ganz, ganz anderen Stil als die anderen Tempel. Ich weiß nicht, kann ich nicht beschreiben, aber ich hoffe, euch gefällt der Stil. Denn die nächsten Folgen werden diesen Stil weiterverfolgen. Wir brauchen sicher noch so 3 Folgen für den Tempel. Oder vielleicht auch nur 2. Mal gucken. Ja, ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und in der nächsten Folge werden wir Markus hoffentlich retten. Bis dann. Ciao.